Hier beobachten wir den Fotoeffekt. Der Fotoeffekt ist ein Schlüsselexperiment, um die Quantennatur des Lichtes zu zeigen. Eine Zinkplatte wird genommen. Sie wird mit Sandpapier etwas gerieben, um die Oxidationsschicht zu befreien. Eine Quecksilberlampe oben wird genommen und angeschaltet. Ein Elektroskop dient dazu, um Ladung, die hier erzeugt wird durch Reibung von einem Plastikstab auf Leder, zu messen. Der Ausschlag des Elektroskops zeigt an, dass Ladung vorhanden ist. Hier negative Ladung durch diese Reibung. Und man beobachtet, dass der Ausschlag des Elektroskops, also die vorhandene Ladung, abnimmt. Nach ungefähr einer halben Minute ist die Ladung auf dem Elektroskop, also auch auf dieser Zinkplatte, weitgehend verschwunden. Das hängt an der Strahlung und man kann zeigen, dass das Vorzeichen der Ladung einen Einfluss hat. Wenn man Glas auf Leder reibt, entsteht positive Ladung. Hier das gleiche Experiment, jetzt nur mit dem anderen Vorzeichen der Ladung. Und man beobachtet, dass der Ausschlag des Elektroskops über viele Minuten stabil ist. Das heißt, die Strahlung kann tatsächlich diese positive Ladung auf dem Elektroskop oder der Zinkplatte nicht lösen. Das Licht der Quecksilberlampe enthält einen großen UV- und Blauanteil. Das kann man mit einem Beugungsgitter demonstrieren. Und tatsächlich in einer Erweiterung des Experimentes kann man zeigen, dass nur dieser kurzwellige Anteil des Lichtes die Elektronen aus der Zinkplatte herauszulösen vermag. Die Interpretation dieses Experimentes führt zu der Quantennatur des Lichtes, das heißt, Licht tritt nur in kleinen Paketen auf. Alle Erklärungen und Hintergründe in der Vorlesung Einführung in die moderne Physik im Kapitel über den Fotoeffekt.